Hallo meine lieben Freizeitstrategen und Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück bei Phoenix Point. Ah, okay, das hätte ich nicht bauen müssen. Unser dritter Pandoraner-Bau steht an und ich bin hier gerade eben. Wir haben keinen Maschinengewehrturm mehr. Echt jetzt? Ach, großartig. Dann nehme ich halt bei dir das hier noch mit. Oh nee, das ist. Boah, ist das leer hier. Ist das ätzend, ey. Okay, wir haben einen Maschinengewehrturm weniger. Ja. Großartig. Ich glaube, das liegt daran, dass er zerstört wurde. Schade. Schade, schade, schade. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich den nochmal irgendwo herbekomme oder ob ich den herstellen kann. Das müssen wir nochmal überprüfen, nachdem wir jetzt aus der Mission raus sind. Aber jetzt ist es sowieso erstmal zu spät. Ich werde versuchen, unsere klassische Taktik hier noch weiterhin irgendwie mal in die Tat umzusetzen. Ich habe bloß keine Ahnung, ob das geht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer, dass da der Chiron ist. Den Chiron sehe ich schon. So viel kann ich schon mal sagen. Ich kann den Chiron sehen. Komme ich da hoch? Das könnte jetzt echt ein bisschen gefährlich werden. Da kann es sein, dass der Anfang immer gleich aufgebaut ist. Kommt mir fast so ein bisschen so vor. Ich muss jetzt erstmal tiefer rein. Ich muss auf die höhere Position. Ja, hier ist der Chiron. Aber mehr sehe ich momentan noch nicht. Keine Ahnung, ob ich hier schon irgendwas sehen kann. So, was hast du jetzt hier aufgemacht? Potenziell könnte es hier sein. Aber ich komme hier nicht hin. Okay, also so komme ich da nicht hin. Ich muss also definitiv. Sag bloß, ich muss am Chiron vorbei. Das wäre jetzt echt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wie gut der Chiron uns schon sieht. Aber wenn es nach mir geht, muss der als allererstes weg. Wo seid ihr denn? Ah, hier. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Dann würde ich aber mal sagen, also der Chiron hat uns wahrscheinlich ohnehin schon gesehen. Ich versuche ihn direkt hier wegzusnipen. Dann lösen. Ah, falsche Waffe. Dann lösen wir halt gleich mal Hardcore-Alarm aus. Was machen die am wenigsten Panzerung? Den Kopf sehe ich gerade eben nicht. Nur Beine und Rumpf. Beine haben am wenigsten Panzerung. Das war erste Amtshandlung. Dann zweite Amtshandlung. Ah, das ist der Kopf. Sehr gut. Dann. Haben wir dich hier? Kannst du schon sehen? Der hat ja schon eine Todesmarkerung drauf, ne? Deswegen muss ich da keine weitere machen. Das ist übrigens sehr, sehr witzig, dass da eine einzige ausreicht. Ich kann gerade mal Mouse over machen. Was ist. Es steht momentan nicht dran. Okay. Es steht momentan nicht dran. Dieses Bein muss weg. Es ist voller Dreck. Oder so in der Art. So, du. Ich mal auf das Bein, dass nämlich die Panzerung so gut weg. So, der hat es nämlich jetzt schon so gut wie hinter sich. Im Grunde nur noch eine Salve. Jo. Wir haben das Hauptproblem hier schon mal geklärt, würde ich mal sagen. Dann sichere ich jetzt hier schon mal ab, würde ich sagen, oder? So. Egal was ich mache, alles führt durch diesen engen Gang. Also,
es war absolut notwendig, das so zu tun. Der Stand hat schon mal mega scheiße für uns. Ja, komm. Let's roll. Du gehst auch dahin. Um dich dreht sich hier ja alles. Oh Mann, oh Mann. Scheint nicht alarmiert worden zu sein. Es ging anscheinend zu schnell. Kann das sein? Der wurde alarmiert. Okay. Der ist definitiv alarmiert. Der ist schon down, okay. Ein weiterer down. Jetzt ist natürlich doof, dass du ausgerechnet hier auf der falschen Seite bist. Ich gehe mit dir jetzt mal da hoch. Vielleicht siehst du ein bisschen mehr. Siehst definitiv ein bisschen mehr. Wie diese hässlichen Viecher. Oh. Wir haben zwei von den Teilen. Ah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Man muss so laufen, um da hinzukommen, okay. Also ich muss sowieso erstmal links rum. Es führt gar kein... Moment. Es führt gar kein Weg hierher. Okay, es könnte gut sein, dass das hier einfach nur Fake ist. Das sehe ich nämlich an dem X. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das Fake ist. Und dass deswegen... alles... was sich abspielt, eigentlich nur hier sein kann. Hoffe ich. Okay, du kannst, warte mal, mit einem einzigen Aktion noch dann hier auf Overwatch gehen. Das möchte ich gerne machen. Nicht gerade eben super funktioniert. Ein Sniper hierhin. Wäre auch kein Fehler. Ich muss hier sowieso hier durch. Zweiten Sniper hätte ich gar nicht hier auf dieser Position. Aber jetzt bringe ich erstmal beide auf diese Position hier. Dann haben sie nämlich jetzt hier schon die erhöhte Position und können alles in diese Richtung feuern. So, mein Freund, du hast jetzt ja die große ehrenvolle Aufgabe, mal hier um die Ecke zu gucken. Ob es hier schon etwas gibt, was dringend zu uns will. Bis jetzt scheinbar nicht. Bis jetzt scheinbar nicht. Die gefallen mich zu wiederholen, bis jetzt scheinbar nicht. Okay. Dann gehe ich dieses Risiko jetzt mit dir ein und renne dahin. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das andere ist, weil man kann da ja gar nicht hinlaufen. Ich glaube, die sind immer noch nicht alarmiert. Kann das sein? So wie es aussieht. So wie es aussieht, gibt es eine Beschränkung der Reichweite. Kann das sein? Ah, es ist gar nicht so weit weg. Aber wie komme ich da hin? Man kann ja schon gut durchlaufen, ne? Wir rennen jetzt mal dahin.
Also so beschissen das mit dem Chiron am Anfang war, so gut läuft's gerade eben. Halt. Der da hinten müsste halt weg. Nehmen diese Position ein. Ah, was habe ich da noch gesehen? Ah. Ja, der ist dann doch näher, als mir lieb ist. Okay, nee, dann machen wir das anders. Dann rücken wir jetzt hier mit allen davor. Ja, ich hab's kapiert. Da hat's Typen. Glaubst du, warum ich hier weg will? Alle Mann, bitte hier ran. Ausnahmsweise mal der absolute YOLO-Sturm hier mit der gesamten Truppe. Da würde es. Das würde nur so rumgehen. Ja, wir müssen außerhalb der Sicht bleiben. Ich gehe mit dir da hoch. Momentan wäre es jetzt Wahnsinn, weiterzugehen. Weiteren Sniper kann ich nur hier hinstellen, will ich aber gerade eben nicht. Okay, du gehst jetzt hier einfach da unten hin. Und du? Na geil. Ach, du hättest da hochgehen können. Bist ja der. Entschuldigung. Eigentlich dürfte da nichts passieren. Du jetzt dahin gehst. Anderen Seite. Ah, nee, da wird er auf jeden Fall gesehen. Du bist nur wütend, du bist nicht alarmiert. Guck mal, ob ich mit ihr irgendwie weiterkomme. Willenskraft jetzt einfach mal darüber laufen, weil sie geht ja nicht auf diese Distanz. Oder vielleicht doch. Mich verarschen? Nicht genug Aktionspunkte? Scheiße. Oh, scheiße. Ja, jetzt geht's hier los mit der Party, ne? Ohne Witz, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich hätte ja auch erstmal runtergucken können, ne? Ich darf auf jeden Fall mich hier nicht treffen lassen, deswegen renne ich dahin. Ja. Kannst du gar nicht hier runtergehen und sie gleich hauen. Ich glaube, das mache ich auch. Dann ist dieses Scheißvieh ein bisschen beschäftigt. Sag zu. Boah. Jetzt läuft schon echt. Ein Move, ein einziger Move, falsch um die Ecke gebogen. Das konnte man halt schlicht nicht wissen, dass da einer ist. Man hätte es vermuten können, klar. Man hätte es vermuten können, aber wissen konnte man es nicht. Ja. Hau drauf. So, die ist jetzt schon mal verwirrt. Ich schlag noch mal zu. Jetzt.
haben wir euch hier ganz wunderbar in einer saublöden Position. Das ist die Schere, das ist der Wurfarm. Der Wurfarm macht nichts mehr. So, der ist schon so gut wie down. Mach ich erstmal das da, schnelles Zielen. Dann knall ich den da voll weg. Mit der falschen Waffe geschossen. Ach ja, das Leben ist immer wieder eine schöne Überraschung. Alle zielen. Renn da hoch. Advancing. Muss halt die blöde Dingenstrolle jetzt ausschalten, ne? Es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch. Ja, ich ziel nochmal, ich ziel nochmal, es muss weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einfach drauf. Alles, was Schaden macht, ist gut. So. Du musst jetzt da hochkommen. Heading out. Tipp, 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 tipp. Targeting. Nein, da muss weg. Ich realisiere, dass ich eigentlich noch eine bessere Schussposition haben könnte. Nämlich hier. Ihr wollt mich doch echt verarschen, ey. Ja, ihr wollt mich verarschen. Ich bin absolut sicher, ihr wollt mich verarschen. Kommt ihr halt nirgendwo hin? Ist das kacke, ey. Jetzt hängt das Spiel. Hallo? Hallo? Stop it. Der steht jetzt halt da unten. Oh, ist das ätzend, ey. Okay, ich gehe jetzt hier voll aufs Ganze. Mein Mega-Jump des Todes. Hier rüber. In der Hoffnung einfach, dass ich das jetzt hier schnell geklärt bekomme. Ohne dabei drauf zu gehen. Oje, oje, oje. Au. Sag mal, wie oft darf der denn zuschlagen, ey? Oh, nee. Nicht so viel Willenskraft. Lol. Guter Treffer, aber das Vieh muss halt weg. Oje, 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 bitte nicht. Ja, er hat ein Schild aufgestellt, okay. Ich vergaß völlig, dass ich noch da unten ist. Okay. Jetzt passieren wichtige Dinge, meine Damen und Herren. Erstmal muss sie hier sterben. Eine der wichtigsten Aktionen des Tages. So lassen wir auch nicht den Zufall, deswegen gehen wir jetzt hier ganz unten hin und... Down.
Da wäre eine Schere und einen Arm. Ich gehe mal auf die Schere. Halt! Ich kann jetzt hier noch mehrfach schießen, das ist gut. Das heißt, ich kann mir eigentlich Zeit lassen. Die Beine haben keine Rüstung. Gut, das ist gut, das ist gut. Schnell zielen. Noch ist nicht alles verloren. So, und gleich nochmal. Naja, aim ruhig weiter. Geht's hier? Oh, okay, das haben wir geschafft. Guck ich mal, ob ich den da sehen kann. Sein Arm für die Waffe. Mal gerade mal gucken, was der für eine Bewaffnung hat. Nee, der hat ein Maschinengewehr, der Typ. Ich weiß halt nicht, was der macht, ob der jetzt antwortet, wenn ich schieße. Das wäre halt voll doof. Nee, ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Du ziehst jetzt hier in Leine. Tschüss. So, Pistole genommen und einfach mal hier absichern, ne? Du rennst. Oh nee, warte mal, ich kann eine Granate werfen. Ha. Naja, ich könnte eine Granate werfen, haha. Machen wir mal so. Den Typen jetzt hier hoffentlich ein bisschen beschäftigt. Sein Maschinengewehr wurde immerhin beschädigt. Mehr aber auch nicht. Okay. Jetzt kommt der wichtigste Teil hier. Ein Raketensprung zum Mond oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, warum ich da drin nicht landen kann. Ich kann nur da landen. Ich mach's. Und? Es ist da. Gott sei Dank. Okay, es ist hier, es ist hier, es ist hier. Also ich gehe da runter. Und hoffe auf die nächste Runde, dass ich das jetzt hier überlebe und das Scheißvieh wegkillen kann. Was macht er jetzt? Mhm. Wusste es? Ah, okay, es waren zum Glück nur 30 Schaden. Das meiste hat die Waffe abgefangen. Trommelwirbel. Wir sind ein bisschen umzingelt hier gerade eben. Es hängt alles von unserem Heavy ab. Wieder mal. Okay, ich gehe direkt zu unserem Heavy. Ich gehe jetzt hier gar kein Risiko an. Boah, wie geil, ich kann das hier direkt wieder machen. Oh, Wutausbruch. Mach's weg. Bin ich erleichtert. Und? Ja. Boah. Es ist einfach immer wieder echt ätzend, da drin zu sein, ey. Scheibenkleid. Ey, also ganz im Ernst, diese Dinger sind echt übel. Und es soll noch Zitadellen geben. Dinge, auf die ich ja gar keine Lust habe. Ja, Granaten sind kaputt. Wir haben es geschafft. Wir haben Verletzte.
Wir haben es auch wieder auf 8% runter geschafft. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal ganz, ganz kurz zum Heilen nochmal zurück. Das gibt uns auch nochmal die Gelegenheit. Kenne übrigens gerade eben auch nicht, ne? Ist ein bisschen blöd. Aber was will man machen? So, wir produzieren jetzt immer noch die Manticore. Wie sieht es aus? Ich brauche mehr Handgranaten. 2 haben wir. Brauchen wir nochmal. Einen ganzen Stack hier. Einen ganzen Stack will ich haben. So, ein Neuralizer. Vielleicht, ich weiß nicht, einen zweiten vielleicht. Wäre nicht schlecht. Die Nurgles Zorn wollte ich mal produziert haben. Ich glaube, die ist nämlich besser mit dem Schaden her. Ja, die Hephaestus macht nur 50 Schaden. Was haben wir noch für Pistolen? Die Cypher macht auch nur 50 Schaden. Ne, wir brauchen diese Nurgles Zorn Teile. Habe ich viel zu spät realisiert. Mehrere Leute brauchen das Teil. Rüstungen. Ja. Forschungen. Rückentwicklung der Akolytenbeinschützer. Das machen wir nach der Pandora-Zitadelle. Leute brauchen theoretisch Munition. Warte mal, irgendjemand hat auch ein Level-Up. Ja, sehr gut, du hast dein Level-Up. So, was kannst du denn jetzt hier bekommen? Du kannst jetzt hier Feldheiler werden. Stelle 10 Trefferpunkte und 10 Rüstung bei allen Körperteilen des ausgewählten Ziels wieder her. Deaktiviere Körperteile werden wiederhergestellt. Hm, nice. Ja, die Geschütze haben wir leider nicht mehr. Das ist natürlich cool mit dem Heilbonus. Stelle 10 Trefferpunkte und 10 Rüstung bei allen Körperteilen bei einem Ziel wieder. Ja, komm. Und dann gebe ich jetzt noch 50% mehr Heilbonus obendrauf. Und die Fähigkeit zurückzufeuern wäre an und für sich auch nicht schlecht. So, ich bin am überlegen, ob ich meinem Heavy noch irgendwie eine Kombinationsklasse geben soll. Aber das Problem ist, solange wir nicht irgendwie die coolen Fähigkeiten, die coolen Klassen lernen können, lohnt sich das nicht die Bohne. Ich bin am überlegen, ob ich auch noch mal ein bisschen mehr Bewegung haben will. Es ist scheiß teuer, aber gerade weil unser Heavy derjenige ist, der diese Aktion immer zu Ende bringen muss, will ich das machen. Maximale Geschwindigkeit für den Heavy. Der einzige Grund, eine andere Klasse zu wählen, wäre, um dem Heavy noch anderen Helm und sowas zu geben. Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich super. Das Ding war halt leer, ne? Logischerweise. Ja, das hier fülle ich auch auf. Hier fehlen noch die Granaten. Und ich hoffe, dass wir bald ein zweites Team aufstellen können. Ja, die Hephaestus tue ich nicht mehr upgraden. Die macht mir zu wenig Schaden. Wir wollen ja zu Nurgles Zorn hin. Okay. Dann lassen wir mal ein bisschen Zeit verstreichen, bis die Leute wieder gesund sind. Bin ich gespannt, was passiert, wenn ich das zweite Fliegerchen habe. Und wieder auf 9%. So, sehr gut. Ich packe es zum Phoenix Point, Phoenix Alpha. Ne, hier hin. Ah, die schalte ich jetzt durch. So geht das. Dann kann ich jetzt hier das Personal da reinpacken. Okay. Theoretisch jetzt rumreisen mit dem Teil hier und neue Teammitglieder anheuern. Jetzt sehe ich ja gerade eben bloß leider niemanden, der ein Teammitglied unbedingt mir verkaufen will. Ausgerechnet jetzt gerade eben will mir keiner ein Teammitglied verkaufen. Ist das euer Ernst? Scheinbar ist das euer Ernst. Okay, lass ich mal die Zeit weiterlaufen. Mal Pause. Hat sich jetzt hier was geändert? Nö.
Okay, hier müssen wir demnächst mal hingehen. Das ist auch mein Plan, das so bald wie möglich zu machen. Da unten wäre auch noch ein Loot Crate, den ich auch nie in Angriff genommen habe. Wir machen Folgendes. Du fliegst dahin. Und zwar einfach nur, um zu scannen. Ich will eigentlich nur hier scannen. Beweg dich dahin. Gebiet scannen. Und jetzt guckst du, ob dazwischenzeitlich mal jemand wieder irgendwie ein Besatzungsmitglied. Sag mal. Das ist aber gerade eben schon echt weirdo. Ah, und ich kann die wirklich jetzt unabhängig voneinander steuern. Ich höre, wie die anderen da gerade eben noch am. So, die Sicherheitsbewahrung ist jetzt endlich fertig. Und angekommen und. Fertig geheilt. So, wir haben den Nurgles Zorn produziert, Leute. Das will ich noch machen, Leute. Oh, und du hast noch ein Level abbekommen durchs dumm Rumsitzen. Alle Fähigkeiten kosten bis zum Ende des Zuges einen Aktionspunkt, aber du kannst keine Aktion ausführen, die Willenskraftpunkte kosten. Das heißt also, man kann ganz oft zuschlagen. Bum, 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 bum. Ist gekauft. Was bringt das hier noch? Der Genauigkeitsbonus, der mich nicht die Bohnen interessiert. Für dich ist aber noch Geschwindigkeit auch noch unfassbar wichtig. So, Ausrüstung. Noch eine Granate her. Du hast, wie gesagt, als Zweitwaffe einfach nur eine Pistole. Da gebe ich jetzt eine Nurgles Zorn. So. Und die macht fast genauso viel Schaden wie das Scharfschützengewehr. Ja, ohne Witz, dass ich so doof bin und das vorher noch nicht gesehen habe. Wie dusselig kann man sein? Warte mal, haben wir noch einen Nurgles Zorn? Sollte eigentlich jemand nehmen, der das Ding dringend braucht. Schaden macht das hier 40. 40. Aber du kannst ja keinen Nurgles Zorn nehmen. Ja, bei dir wäre es genau der richtige Ort. Wo ist jetzt diese Pistole nochmal? Da. Die Nurgles Zorn, also genommen. Du hast ja schon mal diesen einen Blitz. Blitzelfitzel. Dann nimmst du noch so einen Blitzelfitzel. Ja, irgendwann bekommst du auch noch den Nurgles Zorn. Das dauert halt noch ein bisschen. Also, das heißt, ich brauche diese Hephaistus-Teile gar nicht mehr. Produktion. Gegenstände verschroten. Bei der Ausrüstung. Die Hephaistus-Teile. Braucht kein Mensch. Die Cypher-Pistolen. Auch kein Mensch. Gut. Ach, das habe ich noch nie gemacht. Oh, jetzt kapiere ich erst, was ich da falsch gemacht habe. Okay. 1, 2, 3, 4. Ja, gut. Bei Erlöser raus. Behalte diesen Bilderstürmer. 1, 2, 3. Die Hellkanone behalte ich mal beide. Die Mercy behalte ich mal nochmal. Okay, verschossen. Jetzt sind sie weg. So, produzieren. Machen wir noch den Nurgles Zorn gerade eben. Wie gesagt, das ist auch gut. Dann machen wir nochmal den Nurgles Zorn hinten ran. Erlöser haben wir schon. Und damit sind wir, glaube ich, weitgehend fertig. Ich kann höchstens noch hier noch zwei Stück hier in Vorrat produzieren. Weiteres Fahrzeug brauchen wir gerade eben nicht. Okay, dann, liebe Leute, sind wir tatsächlich
hypothetisch und praktisch gesehen fertig. Ich gucke gerade eben nur noch mal, wie es bei ihm aussieht. Hier gebe ich noch das damit. Ja, in dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und ade.